Moin, wir sind wieder bei Thiemann Landtechnik in Sittensen. Ich stehe hier wieder mit Tim. Das letzte Mal haben wir Flaschen geöffnet. Was für eine Challenge haben wir diesmal? Heute haben wir einen Häcksler vorbereitet. An dessen Turm haben wir ein Seil mit einem Tennisball befestigt. Und damit wollen wir heute Dosen umwerfen. Und wir schauen mal, wie sich die beiden Teams so schlagen. Klingt gar nicht so leicht. Gucken wir mal, wie es läuft. Los geht's. Die erste Runde machen Philipp und Henning. Mal sehen, wie sie sich anstellen. Philipp geht in die Kabine und Henning... Ja, schwenkt den Turm aus. Gibt von außen ein paar... Weiter nach unten. Hilfestellung und Kommandos. Jetzt komm mal her. Nach dem Einrichten darf einmal vorwärts und rückwärts gefahren werden. Da die Klappe. Oh, das ging deutlich daneben. Einen Versuch haben sie noch im Rückwärtsgang. Ja, 6 Dosen sind gefallen. Gute Vorarbeit, Jungs. Da seid ihr in der Blamage gerade noch von der Schippe gesprungen. Schauen wir mal, ob Kenneth und Mathis die 6 Dosen toppen können. Mathis steuert den Häcksler und Kenneth steht bei den Dosen zum Navigieren. Weit. Steht mal runter. Hast du ganz da unten? Ganz runter. Ja, ist ganz unten. Ja, kriegen. Könntest du jetzt eigentlich fahren? Vollgas. Einfach mal probieren. Hier wurde akkurat der Tennisball platziert. Ja, das scheint geholfen zu haben. Da haben sie schon 6 Dosen erwischt. Oh, jetzt runter. Und die 10. Dose ist auch noch gefallen. Jetzt geht's. Ah, schade. Ah, nützt nichts. Beim Rückwärtsfahren konnten sie nichts mehr mitnehmen. Dennoch Sieg für Mathis und Kenneth. Komm her, Kenneth. Ja, war sehr gut. Schön. Glückwunsch, ihr beiden. Tim, wie schätzt du die Performance ein? Wir haben einige Dosen fallen sehen. Und es war eine spannende Challenge. Die Teams hatten etwas Startschwierigkeiten, aber haben es beide dann gut gemeistert. Und ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das fand ich auch. Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Performance fandet. Ansonsten lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr die Glocke auch noch klickt. Bis zum nächsten Mal. Bei Like dir. Handbremse und aus den Kanal.